So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartacus und wir spielen heute eine Runde Keep the Heroes Out. Hat einen ganz speziellen Grund, warum ich das heute zeige. Das Spiel ist aktuell in der deutschen Version, ich habe hier die englische, in der Spieleschmiede zu unterstützen. Ihr könnt also, wenn ihr das auf Deutsch haben möchtet, das Spiel in der Spieleschmiede aktiv unterstützen und dann dort das komplette Spiel, das Grundspiel zumindest, mit den deutschen Regeln und dem deutschen Dungeon Book, dem Verliesbuch oder dem Labyrinthbuch bekommen. Was auch erhältlich ist in der Schmiede, ist dann noch die Gildenmeister-Erweiterung, die ich hier integriert habe in das Spiel, und zusätzlich auch die Großer Träumer-Erweiterung, die ebenfalls hier im Spiel integriert ist. Kleiner Hinweis, was nicht erhältlich ist in der Spieleschmiede aktuell, sind die Deluxe-Ressourcen, die ich hier am Rand ebenfalls habe. Die stammen aus dem Kickstarter. Da gab es in einem Update diese Deluxe-Token, wurden sie vorgestellt, diese Deluxe-Ressourcen. Und die sind dann im Pledge Manager erst verfügbar gewesen. Das heißt, die waren also nicht in der regulären Kampagne, sondern erst im Nachgang erhältlich. Und die habe ich mir aber gegönnt. Die habe ich hier liegen, die werde ich benutzen im Spiel. Wenn ihr das Spiel in der Spieleschmiede unterstützt, dann bekommt ihr, ich nehme mich mal kurz rüber, dann bekommt ihr für diese Ressourcen, das sind auch die Herzen für den Drachen, die Frösche, die Knochen, die Münzen, die Bücher und die Fallen, bekommt ihr solche Papp-Token mit einer relativ süßen Optik, das ist alles gut, aber ich habe mir halt die Deluxe-Komponenten gegönnt. Gut, okay. Wir haben heute hier das Szenario Nummer 6, das ich mir ausgesucht habe. Es gibt in dem ganzen Buch insgesamt 20 Szenarien. Und ich habe mir heute Mitternachtssnack ausgesucht. Midnight Munchies heißt es im Englischen. Und hier geht es darum, dass wir spielen ja, wie ihr vielleicht wisst, aus meinem ersten Video, wo ich auch die Details vorgestellt habe. Das tue ich heute alles nicht, sondern wir spielen es jetzt einfach. Ich zeige euch das Ganze jetzt two-handed solo. Das heißt, ich werde als alleiniger Spieler zwei Monsterklassen spielen, also zwei Spieler simulieren. Und wir haben hier 20 Szenarien im Buch. Ich habe mir Szenario Nummer 6 ausgesucht. Und das zeige ich euch, wie das funktionieren könnte. Ich weiß nicht, ob ich es gewinnen werde. Ich habe dieses Szenario selber noch nicht gespielt. Es geht in Summe darum, dass wir ja eine Gemeinschaft von verschiedenen Monstern spielen. Zwei davon sind jetzt auf dem Brett. Es gibt ja neben dem großen Träumer, den ich hier ausgesucht habe, und den Skeletten, die hier ebenfalls liegen, dann noch, Moment, lass mich überlegen, ich glaube, 8 weitere. Insgesamt sind es 10. 1 bis 9 sind im Grundspiel und der große Träumer ist die 10. Monsterklasse. Und wir spielen halt eine Gemeinschaft von Monstern, die ein Labyrinth, ein Dungeon beaufsichtigen und da sich wohlfühlen. Und dann kommen böse Helden, Kämpfer, Schurken, Magier, Bogenschützen, die uns dann Böses wollen, und das geht ja so nicht. Und wir verlieren dieses Spiel immer, wenn der Schatz in unserer Schatzkammer erbeutet wird von 4 anwesenden aktiven Helden. Oder wenn wir, das ist die einzige Chance, wie wir das Spiel verlieren. Und was wir im Szenario zu tun haben, wir müssen das Heldendeck, was wir hier gleich haben, zweimal erfolgreich durchspielen, um es zu gewinnen. Das ist so der Punkt. Es gibt dazwischen praktisch keine andere Lösung. Und ja, wir gehen es mal durch. Was habe ich aufgebaut? Midnight Munchies. Es geht darum, unsere Drachin, nette, liebliche und sehr gedankenverlorene Drachin, hat sich in den Kopf gesetzt, sich einen Menschen zu halten. Wir haben gesagt, nee, da musst du dich aber selber drum kümmern. Wir haben da keinen Bock drauf. Dann ist sie los und hat einen Menschen im Sonderangebot erstanden. Es stellt sich heraus, das ist ein Werwolf. Jetzt müssen wir uns um den kümmern. Dieser Werwolf hat ganz gewisse Eigenschaften, die sind im Szenariobuch dann auch beschrieben. Und das werden wir jetzt mal spielen. Es geht darum, dass wir ihn füttern müssen, rechtzeitig, wenn er aufwacht, zu Vollmond, mit Knochen. Denn ansonsten geht er los ins Dorf, erregt Aufsehen und dann kommen die Helden. Und das wollen wir tunlichst vermeiden. Ich habe jetzt also hier in das Heldendeck, das ist also jetzt das Böse, das Gegnerdeck, mische ich jetzt hier 2 dieser Werwolf-Karten rein vom Szenario. Es gibt für jedes Szenario eine Gruppe, meistens 2, manchmal auch etwas mehr Szenario-Karten, die in dieses Heldendeck
in dem die Magier, Bogenschützen, Kämpfer und Schurken auftauchen, dazu gemischt werden. Und wir haben dieses Heldendeck, das positionieren wir jetzt hier in der Mitte mit dem Vorrat an Helden und müssen es zweimal erfolgreich durchspielen, ohne unseren Schatz in der Schatzkammer, in der zentralen Schatzkammer zu verlieren. Und dazu nutzen wir die Fähigkeiten unserer Monster. Wir gucken uns erstmal das Labyrinth an. Rechteckige Anlage. Wir können hier, ganz wichtig, nicht durchlaufen. Da ist eine Mauer. Hier sind die ganzen Räume miteinander verbunden, in einer langen Kette sozusagen. Und wir haben in jeder Ecke, Moment, nicht in jeder Ecke, aber wir haben an vier Stellen Portale. Die habe ich also aus dem vorgegebenen Aufbau des Szenariobuchs übernommen. Wir haben vier Portale, die sind aber nicht aktiv. Die können wir aktivieren und dann werden das Portale, mit denen wir schneller reisen können zwischen den einzelnen Räumen hin und her. Was haben wir noch? Wir haben natürlich in jedem Raum einen Schatz, der eine bestimmte Wertigkeit hat. Das heißt, die entsprechende Anzahl von Helden muss in diesem Raum aktiv sein, um diesen Schatz zu plündern. Ansonsten warten die. Und wir haben hier den Friedhof, in dem es Knochen gibt. Wir haben hier die Werkstatt, in dem man aus Münzen Gegenstände sich hier aus dem Markt holen kann. Wir haben hier die zentrale Schatzkammer. Wir haben hier die Bibliothek, da gibt es Bücher. Wir haben hier das Abwassersystem, da gibt es Frösche. Wir haben hier noch eine Werkstatt, da gibt es Fallen. Wir haben hier die Käfige, da gibt es Monster, die hier aus dem Vorrat zu kriegen sind. Hier ist die Hexenküche, da gibt es gegen Frösche Zaubertränke, ebenfalls hier aus dem Vorrat, wenn sie denn auslegen. Und hier in dem Studierraum gibt es gegen Bücher auch Schriftrollen. Und hier ist das Gefängnis, in das wir einmal pro Zug, pro Spieler, einen Helden versuchen können unterzubringen, damit er uns aus dem Heldenvorrat entfernt wird sozusagen. Das Szenario geht damit los, dass wir versuchen müssen, in den vier Ecken den Werwolf zu finden und dort Knochen zu platzieren, damit, wenn wir den Werwolf aus dem Heldendeck aufdecken, das Ganze ihn damit auch füttern können, damit er eben nicht noch mehr Helden aktiviert. Das wäre nämlich ungünstig für uns. So. Wir fangen an mit den Skeletten, die ich mir ausgesucht habe, denn die haben die Sondereigenschaft, dass wir Knochen erzeugen können, ohne hier oben im Friedhof sein zu müssen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das kann uns hier nur von Vorteil sein. Und wir haben den großen Träumer, der ist immer als letztes dran, in diesem Fall als zweites, mit dem wir relativ gut Helden gegeneinander hetzen können und Helden bewegen können, so wie wir es möchten. So, dann schauen wir mal, was wir machen. Wir fangen mit den Skeletten an. Und ich habe, muss ich natürlich 5 Karten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe 5, seht ihr das? Jawohl, 5 Karten für die Skelette. Und ich kann so viele davon spielen, wie ich möchte. Bewegen, aktivieren, spawnen oder aktivieren. Also da ist einiges drin. Skelette sind gut beweglich und wir können auch Waffen gebrauchen. Wir schauen mal, was wir kriegen können. Aktivieren ist aber gut für Portale und zum Suchen nach dem Werwolf. Oh, ich glaube, damit fangen wir mal an. Wir aktivieren mal diese Karte. Dieses Monster in diesem Raum und suchen mal nach dem Werwolf. Hier ist er nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal hier keinen Knochen. Dann aktivieren wir nochmal und machen hier ein aktives Portal draus. Dann machen wir das gleiche hier unten auch in der Ecke mit den beiden Monstern. Aktivieren hier. Hier ist er auch nicht. Aktivieren hier. Machen das Portal aktiv. Und die Karte behalten wir. Das ist ein Nahkampfangriff und dafür können wir spawnen, wenn der Nahkampfangriff erfolgreich ist. Das heißt, unser Zug ist jetzt durch. Die Karte behalten wir. Und wir ziehen auf 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Discard legen wir nach außen. Dann ist unser
Dann sind die Helden dran. Das heißt, wir decken jetzt eine Heldenkarte auf. 2, 3, 4, 5 für den großen Träumer. Wir decken eine Heldenkarte auf und schauen, was passiert. Ein Zauberer. In diesem Falle spawnen zwei Zauberer in den Räumen, in zwei verschiedenen Räumen mit dem magischen Auge. Und zwar einmal hier und einmal hier. Na super. Die haben keine besondere Eigenschaft, außer dass sie in Gefängnissen aktiv werden und ihre Helden aktivieren, die dort eventuell liegen. Aber sie haben natürlich jetzt genau das, was jeder andere Held auch machen würde. Wir gucken uns das nochmal in den Regeln an. Die sind hier auf Englisch. Die deutschen Regeln sind schon bei Boardgame Geek verfügbar. Die gibt es dann, wenn ihr das in der Spieleschmiede unterstützt, natürlich auch auf Deutsch gedruckt. Also die Helden spawnen. Jetzt können wir uns in beliebiger Reihenfolge aussuchen, was er macht. Eine Falle ist in den Räumen nicht drin, sonst würden die Helden sofort sterben. Andere Helden inaktiv sind in diesem Raum auch nicht drin. Die würden nämlich jetzt aktiviert werden. Aber es sind andere Monster drin. Und die werden erstmal angegriffen. Und für jede Attacke braucht so ein Held auch tatsächlich seine ganze Kraft auf. Er hier greift unser Monster an. Das wird vom Feld entfernt, denn unsere Skelette haben nur ein Leben. Er hier greift auch ein Monster an, ein Skelett, und erschöpft sich dabei. Und das war der Heldenzug. So, wir müssen das hier ein bisschen sortieren, dass wir hier einen Ablagestapel für unsere Gilde haben. Diese Holzfiguren für die Helden, die sind in der Gildenmeistererweiterung drin. Die gibt es nicht im Grundspiel. So, jetzt ist unser großer Träumer dran, unser kleiner herzallerliebster Cthulhu. Der hat die Möglichkeit zu kämpfen, Nahkampf, sich zu bewegen. Und ich denke mal, wir sollten ihn auch in Richtung der Portale bewegen, um zu schauen, wo wir unseren Werwolf finden, um ihn dann mit Knochen füttern zu können, bevor wir ihn irgendwann hier aufdecken. Also, ich nehme Bewegen und zweimal aktivieren. Ich bewege ihn einmal und suche, da ist er, und aktiviere das Portal. So, jetzt wissen wir, wo der Werwolf ist. Hier ist er nicht. Was kann ich tun? Er bräuchte jetzt einen Knochen. Unser Cthulhu kann jetzt tatsächlich Wir machen Folgendes. Wir machen diese Karte hier einmal bewegen, einmal Nahkampf, dann entfernen wir diesen Zauberer. Und das eine Bewegen muss ich verfallen lassen. Tja, mir bleibt nur übrig zu hoffen, dass wir den Werwolf jetzt nicht als nächstes aufdecken. Denn ich kann jetzt den Knochen zwar hier aktivieren, indem ich in dem Friedhof hier den Raum aktiviere und hier einen Knochen hinlege. Aber mit den Aktivierungsfunktionen, ich habe jetzt kein Bewegen mehr, um den Knochen zurückzubringen, und mit den Aktivierungsfunktionen kann ich nicht viel anfangen. Was wäre denn, wenn ich stattdessen diese aktivieren Funktionen, aber dann hätte ich ihn auch hinlegen müssen, das bringt auch nichts. Denn unser Cthulhu, der stirbt nicht, ist ja ein großer Alter. Der legt sich nur schlafen. Aber das war es jetzt erstmal für ihn. Die Ablage legen wir dahin. Wir haben noch zwei Karten übrig, die behalten wir. 3, 4, 5 ziehen wir auf. Okay. Jetzt kommt wieder eine Heldenkarte. Und da ist eine Schurkin. Die kommt an zwei Orten, nämlich hier und hier.
Ihre Spezialfähigkeit wird aktiviert, nämlich dass sie Fallen deaktivieren kann. Es liegen aber keine, passiert nichts. Dann checkt sie, ob andere Helden da sind, die sie inspirieren, also wieder aufwecken könnte. Passiert auch nicht. Und dann prüft sie, ob Monster da sind. Es sind auch keine da. Das sind also, dann passiert auch kein Kampf. Und dann versucht sie, die Schatztruhe zu öffnen. Hier kann sie das nicht tun, denn da braucht sie Unterstützung von anderen Helden. Dann legt sie sich hin und wartet. Hier kann sie es tun. Das heißt, diese Schatzkiste wird geplündert. Und hier, das heißt, dass alle Spieler aus ihrer Hand eine Karte abgeben müssen. So. Spawnen, kämpfen. Die legen wir ab. Für die Skelette. Und unser... Die legen wir ab für den großen Träumer. Und damit hat sie auch ihre Kraft verbraucht. Die Schatztruhe kommt weg. Die ist einmalig geplündert. Damit ist sie leer. Jetzt sind unsere Skelette wieder dran. Das ist übrigens der aktive Spielermarker, den habe ich eben vergessen rüberzuschieben. Ist jetzt beim Solospiel auch nicht ganz so dramatisch. Okay. Unsere Skelette. Wir sollten mal schauen, dass wir hier was veranstalten können. Wir fangen an, indem wir einmal, ihr seht das hier unten, noch nicht mal, oh Gott. Einmal kämpfen, Nahkampf, und wenn der gelingt, spawnt ein weiteres Skelett. Ich mache hier einen Nahkampf gegen den Magier, das gelingt und hier spawnt ein weiteres Skelett und der Magier ist weg. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal schauen, dass ich euch das Labyrinth noch mal hochschiebe und hier die Karten in den besser sichtbaren Bereich. Jetzt wird's besser. Okay. Dann geht's mit unserem Skelett weiter. Wir können mit dieser Karte ein Skelett spawnen. Das können wir aber nur in den Räumen mit dem magischen Auge. Hier stehen schon zwei, hier können wir einen spawnen. Das machen wir. Dann wird sich unser Skelett, was wir eben gerade gespawnt haben, bewegen, nimmt dabei den Knochen mit und durch das Portal hier in diese Ecke zum Werwolf. Dann kann es noch was aktivieren. Was kann es aktivieren? Den Raum. Damit wird hier ein Buch produziert. Denn wir haben ja schon den Werwolf gefunden. Wir haben das Portal aktiviert. Und jetzt haben wir noch eine Karte, wo wir einen Nahkampf ausführen können. Das können wir hier tun. Und wenn das erfolgreich war, spawnt noch ein Skelett in dem Raum. Das ist hier. Damit haben wir tatsächlich nur noch einen Helden hier liegen. Wir müssen jetzt 5 Karten ziehen. Eine. Zwei, drei, vier, fünf. Die kommen auf den Discard. Als nächstes kommt unser Cthulhu wieder dran. Aber erst die Helden. So, wir haben jetzt, falls es Mitternacht wird, falls also eine Werwolfkarte aufgedeckt wird, haben wir einen Knochen da, wo er ist. Dann passiert uns nichts. Das ist genau das, was wir erreichen wollen. Aber es kann ja auch jeder andere Held kommen. Ein Zauberer. Und der taucht jetzt hier und hier auf. Sonderfähigkeit hilft ihm nicht, weil er nicht im Gefängnis ist. Es ist keine Falle dabei, es ist kein Monster da, es sind keine anderen Helden da und er kann die Schatztruhe nicht öffnen. Er erschöpft sich. Hier das gleiche in grün. Es hilft ihm nicht die Sonderfähigkeit, weil er nicht im Gefängnis gespawnt ist. Es hilft ihm nicht, oder er kann keine anderen Helden motivieren. Er kann keine Monster angreifen. Er kann die Schatztruhe nicht öffnen. Also wartet er auf Verstärkung. Da ist wenig passiert, aber die warten jetzt hier. Und je mehr Verstärkung reinkommt,
desto böser kann das Ganze werden für uns. Wir müssen uns also darum kümmern. Unser Cthulhu ist dran. Wir schauen mal auf die Karten, die wir haben. Wir haben nur noch 4, weil wir eben eine abgeben mussten. Tja, bewegen ist gut. Der Knochen ist weg. Und zwischendurch können wir kämpfen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also werden wir uns bewegen, kämpfen und nochmal bewegen können. Wollen wir das tun? Wir müssen mal schauen, was wir hier für Karten haben. Ein Zaubertrank. Monster, was uns Frösche bringt und auch Angriffe unterstützt. Ein Gegenstand, der Fallen produziert und auch für Fernkampf hilft. Das ist vielleicht interessant. So ein Gegenstand könnte interessant sein. Also werden wir uns weiter hierhin bewegen. Werden dann den Raum aktivieren und holen uns hier eine Münze. Können uns bewegen, nehmen dabei die Münze mit. Und haben nochmal aktivieren, nämlich nochmal den Raum aktivieren, geben die Münze wieder aus und können uns jetzt einen Gegenstand holen in unser Deck. Das ist in diesem Falle ja diese Bombe und die hat zwei Eigenschaften. Entweder kann sie als Fernkampfwaffe eingesetzt werden oder sie kann eine Falle produzieren. Und die kommt ebenfalls auf unser abgelegtes Deck. So, wollen wir noch mehr machen? Ja, können wir. Wir gehen wieder rüber und produzieren einfach mal 2 Münzen. Damit haben wir hier oben sauber gemacht. Die Karte bleibt übrig. Wir müssen nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Und die Helden sind wieder dran. Hier liegt ein Zauberer, hier liegt eine Schurkin und es kommt wieder eine Schurkin, wieder 2 und zwar einmal hier und einmal hier. Hier passiert im Prinzip nichts. Sie kann keine Falle deaktivieren, sie kann keine anderen Helden inspirieren, sie kann keine Monster angreifen und sie kann keine Schatztruhe öffnen, also wartet sie hier. Hier passiert ein bisschen mehr. Sie hat keine Falle, die sie deaktivieren könnte. Sie kann keine Helden motivieren, aber sie kann ein Monster angreifen, das tut sie. Und damit ist sie erschöpft. So. Das war's. Ihr seht das hier oben. Ich spiele im Modus einfach. Wir spielen also in der ersten Welle eine Karte, eine Heldenkarte pro Heldenzug. So, wir sind mit den Skeletten wieder dran. Tja. Was wir können, können wir. Wir greifen an, Nahkampf, die Schurkin wird vernichtet, es spawnt ein Skelett, ein aktives. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir noch ein Skelett spawnen hier oben. Jetzt können wir aber gerade nicht angreifen. Was machen wir? Wir können uns bewegen und aktivieren. Ah, hier muss ich natürlich noch die Marktkarte nachziehen. Da ist ein Trank, eine Schriftrolle. Die hilft uns zu spawnen und anzugreifen oder ein Portal zu erschaffen. Die Schriftrolle wäre nicht schlecht. Das können wir uns erlauben. Wir können nämlich mit einem Monster hier mit dem Buch zusammen durch das Portal hier in die Ecke reisen und den Raum jetzt aktivieren, geben das Buch wieder aus und bekommen eine Schriftrolle. Und die einzige Schriftrolle im Markt ist die hier. Da kommt die nächste. So.
Dann geben wir die hier aus und bewegen uns mit einem Monster, mit einem Skelett hier rüber. Und wir können uns nochmal bewegen und aktivieren dieses Portal. Das hilft uns in späteren Reisen. Und einen Knochen, um an ein Monster zu kommen, das kriegen wir vielleicht noch hin. Dieses Monster hier könnte vielleicht nett sein mit Fallen. Wir gucken. Aber wir haben alle unsere Karten ausgegeben. Wir ziehen nach. 1, 2, 3, 4, 5. Der Stapel kommt weg. Das sind unsere. Und dann geht's weiter mit den Helden. Als nächstes ist übrigens der Cthulhu dran. Die Helden, es spawnen wieder die Schurkinnen. Eine hier und eine hier. Jetzt wird's spannend. Genau, das sind die Räume mit den Schwertern. Das wird immer hier angezeigt. Hier passiert nichts. Sie kann keine Falle deaktivieren, keine Helden inspirieren, sie kann keine anderen Monster angreifen, sie kann die Schatztruhe nicht öffnen. Hier passiert nichts. Hier passiert ein bisschen mehr. Sie kann keine Falle deaktivieren, sie kann aber andere Helden inspirieren. Sie kann keine Monster angreifen, das kann auch der Magier nicht, die haben beide keinen Fernkampf. Aber die können versuchen, die Schatztruhe zu öffnen, reicht gerade eben noch nicht. Das heißt, sie werden beide wieder deaktiviert und legen sich hin und warten auf Verstärkung. Jetzt müssen wir was tun. Wir sind aber mit unserem Xolo dran und schauen mal, was wir tun können. Ha. Wir spielen diese Karte aus, bewegen uns zweimal, einmal und dann durch das Portal hierhin. Ist das richtig? Nein. Wir bewegen uns hierhin und hierhin und können dann kämpfen. Damit beseitigen wir diese Schurkin. So. Jetzt können wir uns nochmal zweimal bewegen, nämlich jetzt durch das Portal einmal, hierhin zweites Mal und nochmal kämpfen. Damit beseitigen wir noch eine Schurkin. So. Jetzt können wir nochmal kämpfen, beseitigen einen Magier. Und jetzt was wir jetzt tun können, ist natürlich auch eine spannende Sache. Das machen wir mal. Wir aktivieren einmal den Raum. Damit werden wir hier eine Falle produzieren und müssen uns jetzt schlafen legen. Das ist nämlich die Sondereigenschaft unseres Cthulhu, dass er sich schlafen legen kann. So, und damit haben wir jetzt noch eine Karte von unserem Xolo-Kartenhand, von der Kartenhand übrig und ziehen auf 5 Karten wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5 und die Ablage weg. Als nächstes kommen die Skelette wieder dran, aber erstmal wieder sind die Helden dran. Was haben wir auf dem Plan? Wir haben hier noch die 2 Schurkinnen liegen. Mal schauen, ob die uns noch irgendwo gefährlich werden. Mal gucken. Ein Krieger spawnt, und zwar einmal hier und einmal, wo ist der zweite Raum? Hier oben. Oh, und jetzt wird's spannend. Wir haben den Krieger, der hat die Sonderfähigkeit, bis zu 2 Ressourcen von einem Raum zu entfernen. Hier spawnt der und findet keine Ressourcen, aber hier findet er welche, nämlich den Knochen, der ist jetzt weg. Keine zweite. Dann die Prüfung, Helden zu inspirieren, geht hier oben nicht. Was haben wir noch? Monster angreifen geht, damit erschöpft er sich und unser Skelett ist erstmal tot. Beziehungsweise weg, tot ist er vorher schon. So, wir haben ja Monster hier, die wir spielen. Und er hier inspiriert die Schurkin, die sind zu zweit.
haben keine Schatztruhe, die sie öffnen können, haben kein Monster, das sie angreifen müssen und marschieren jetzt in Richtung Hauptschatzkammer. Und das tun sie beide gemeinsam. Und hier geht's wieder los. Er hier könnte zwei Ressourcen entfernen. Hier liegen keine, passiert nichts. Sie hier könnte eine Falle deaktivieren, passiert nicht. Und jetzt greift einer von beiden, ist völlig egal wer, das Monster an, das vom Plan verschwindet. Und er hier würde gerne die Schatztruhe öffnen, kann das aber gerade nicht, weil sie ja erschöpft ist und damit muss er auch warten und bleibt liegen. Fertig. Jetzt sind die Skelette dran. Und wir haben jetzt ein Problem. Hier oben ist der Werwolf. Der könnte bald auftauchen. Wir müssen also da einen Knochen hinbringen und etwas gegen den Krieger dort tun. Wir schauen mal, was wir auf der Kartenhand haben. Kämpfen können wir, spawnen können wir, bewegen, aber nur einmal. Das bekommen wir hin. Wir bewegen dieses Skelett, dieses hier, durch das Portal einmal hier oben hin und aktivieren die Sonderfähigkeit der Skelette, nicht den Raum, sondern die Sonderfähigkeit und produzieren hier wieder einen Knochen. Dann kämpfen wir erfolgreich gegen diesen Krieger und es spawnt ein weiteres Skelett. So. Und dann können wir hier in dem Raum noch ein weiteres Skelett. Hier in dem Raum oder da oben in dem Raum? Na, gute Frage. Die sind ja relativ mobil. Wir spawnen das hier. So, und die beiden Kampfkarten können wir derzeit nicht nutzen, weil unsere Skelette sich jetzt nicht mehr bewegen können mit den Karten, die wir haben. Also müssen wir auf 5 Karten wieder aufziehen. Die gespielten Karten kommen in den Discard. Die Aktivierung kommt rüber. Und was unser schlafender Cthulhu gleich macht, gucken wir uns gleich näher an. Aber erst sind wieder die Helden dran. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst nach jedem Monsterzug, den ihr gespielt habt, auch eine Heldenaktion ausführen. Also den Heldenzug. So, und wieder spawnen Krieger, 2 Stück. Nämlich einmal hier, das wird jetzt böse, und einmal hier. Hier fangen wir mit dem an. Nein, wir fangen mit ihm hier an. Er hier entfernt 2 Ressourcen, das geht nicht. Er inspiriert die anderen beiden. Die öffnen, das ist jetzt völlig egal wer. Ich könnte jetzt entscheiden, meine Entscheidung, welche Helden ich jetzt hier diese Schatztruhe öffnen lasse. Und wieder müssen alle Monster eine Karte abwerfen. Das ist die hier. Und beim Cthulhu. Die hier. So. Und dann ist der Schatz auch geplündert. Und er hier geht weiter in den nächsten Raum. Der schlafende Cthulhu wird ignoriert. Aber hier liegt eine Falle, die tötet diesen Krieger. Und damit verschwindet aber auch die Falle. So. Und jetzt ist unser Cthulhu dran. Der schläft. Der große Alte, er stirbt nicht, er schläft. Und im schlafenden Zustand, wir gucken noch mal rein. Bei der großen Träumeerweiterung gibt es eigentlich nur 2 zusätzliche Karten mit den Regeln für den Cthulhu. Und hier steht drin, dass man ihn aufwecken kann, sich wieder hinstellen lassen kann. Aber wenn er schläft, ignoriert er alles außer aktivieren und wieder aufstehen. Das heißt, nur diese beiden Symbole können wir verwenden und das Aktivieren ist unter anderem auch seine Sonderfähigkeit, nämlich die Gedankenkontrolle, wo ich mit der man Helden bewegen kann oder sich gegenseitig angreifen lassen kann.
Und das heißt, dass wir was machen können. Wir nehmen diese Karte, da ist zweimal aktivieren drauf, zweimal Gedankenkontrolle. Wir schauen, was wir tun können. Gedankenkontrolle 1, ich sage, ist eigentlich völlig egal, ich sage, diesen Krieger töte diese Schurkin. Und macht er das auch. Und Gedankenkontrolle 2, ich sage zum Beispiel, dieser Schurkin bewegt dich nach hier. Ob das gut ist oder nicht, hängt jetzt davon ab, was als nächste Heldenkarte kommt. Werden wir sehen müssen. Das Bewegen kann ich nicht, weil der Xolo gerade schläft. Und jetzt machen wir nochmal aktivieren, Gedankenkontrolle und legen diesen Krieger hier ein Feld weiter weg. Das wird uns nicht viel bringen. Aber jetzt stehen wir auf. Jetzt ist es wieder ein aktiver Xolo. Jetzt nutzen wir den Fernkampf gegen diesen Krieger. Damit ist er auch tot. Der war übrigens inaktiv. Mein Fehler. Ich hätte den inaktiv machen müssen, weil er hätte die Schatztruhe nicht öffnen können. So. Und damit haben wir die Karte, den Gegenstand verbraucht. Und jetzt könnte ich nochmal aktivieren und hier eine Falle produzieren. Die hat die Schurkin ja eben entfernt. Beziehungsweise ist durch den der Krieger ist eben reingestolpert und damit war die Falle weg. Jetzt produzieren wir hier eine neue Falle. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt sind die Helden wieder dran und danach die Skelette. Also, Zauberer. Die ganzen Bogenschützen fehlten bisher. Das wird noch lustig, wenn die reinkommen. Zauberer hier und Zauberer hier. Heieieiei. Okay, wir fangen mit ihm hier an. Andere Helden gibt es nicht. Seine Sonderfähigkeit hilft ihm nicht. Er greift ein Skelett an. Fertig. Er hier hilft ihm zwar nicht seine Sonderfähigkeit, aber es gibt andere Helden, die inspiriert er. Die beiden können nichts tun in diesem Raum, laufen weiter. Hier können sie auch nichts tun, dann laufen sie weiter. Hier können sie was tun. Der eine stirbt durch die Falle. Moment, jetzt muss ich aber erstmal schauen, ob der Krieger in der Lage ist, ja genau, in einem neuen Raum machen sie ihre Sonderfähigkeit nicht, sondern nur reintreten. Das heißt, er stirbt durch die Falle. Sonst hätte er ja eventuell den Gegenstand, aber die Falle gilt nicht als Gegenstand. Das wurde auch in den Foren von BoardGameGeek diskutiert. Die Falle ist kein Gegenstand, den der Krieger entfernen könnte. So, aber der Zauberer bleibt übrig, ist nicht durch die Falle gestorben, kann keine anderen Helden inspirieren, kann aber den Xolo angreifen. Und da er Schaden nimmt, legt er sich wieder schlafen und der Held ist erschöpft. Okay. Jetzt sind die Skelette dran. Und wir gucken, was wir an Karten haben. Wir haben ja nur 4. Einmal gegen einen Schurken kämpfen und damit ein Skelett spawnen. Tja, was können wir noch tun? Jetzt können wir uns mal langsam wieder darum kümmern, Verstärkung zu holen. Schriftrollen zum Kämpfen. Ein Monster, das uns Frösche bringt.
die uns wieder Zaubertränke bringen können. Brauchen wir sowas? Da müssten wir Knochen abgeben. Die können wir ja selber produzieren. Ich glaube, das können wir uns jetzt im Moment erlauben. Die Situation sieht gar nicht so schlecht aus. Alternativ könnte ich natürlich auch mal mein Glück versuchen und einen Helden ins Gefängnis schieben. Wir gucken noch mal genau in die Regeln, wie das funktioniert. Wenn ich das machen möchte, dann steht hier im Regelheft, na, hier schon mal gerade gar nicht. Einmal im Zug, zu jedem Zeitpunkt. Die oberste Karte vom Gildendeck ziehen. Wenn es eine Szenariokarte ist, passiert nichts. Und wenn es eine Heldenkarte ist, kommt der erschöpft ins Gefängnis und bleibt da liegen. Und dann kann ich drei Karten nachziehen. Das heißt, ich könnte meinen Zug verlängern. Das können wir mal versuchen. Wir machen Folgendes. Ich habe ja diese Karten noch auf der Hand. Ich versuche mein Glück. Der Krieger kommt erschöpft rein. Seine Sonderfähigkeit nutzt er, aber hier sind keine Gegenstände, die verschwinden könnten. Die Schatztruhe kann er nicht öffnen, weil er schon erschöpft ist. Und ich kann drei Karten nachziehen. Eins, zwei, drei. Okay, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich wieder Laufzeit, die ich nutzen kann während meines Zuges. Wir können noch mal ein Skelett spawnen. Dann können wir ein Skelett bewegen und aktivieren, das heißt die Sonderfähigkeit nutzen, hier einen Knochen produzieren beim Skelett. Dann können wir da oben liegt noch ein Magier, den können wir auch liegen lassen erstmal. Der tut nichts, der will nur spielen. Aber wir können den Raum aktivieren und damit den Knochen wieder austauschen gegen ein Monster. Und wir nehmen dieses Monster hier, das uns einen Nahkampf und einen Frosch gibt und eine Karte nachziehen lässt. Karte nachziehen. Und dann können wir, dann hatten wir noch eine zusätzliche Aktion, nämlich bewegen. Ja, lass uns mal in die Ecke gehen. Dann können wir kämpfen und entfernen den Magier, aber wir haben kein Skelett mehr, was spawnen könnte, deswegen nutzt uns das der Erfolg nicht, aber trotzdem ist jetzt erstmal ein Magier wieder weniger. Und wir können nochmal den Raum aktivieren und hier eine Falle produzieren und uns nochmal bewegen. Das könnten wir vielleicht. Nee, das lassen wir. Wir bewegen uns nicht. Die behalten wir, die Karte. Eins. Wir müssen dann mischen, den Nachziehstapel. 2, 3, 4, 5, hilft aber nichts, wir ziehen eh alle. Und damit sind wir komplett. Die Helden sind wieder dran. Und jetzt kommt eine Bogenschützin. Und zwar zweimal. Einmal in diesem Raum und einmal in diesem Raum. Spannend. Die Sonderfähigkeit, die sie hat, ist,
Sie schießt einmal in Richtung Schatzkammer. Das heißt hierhin, von hier aus. Da passiert aber nichts, da steht keiner. Und sie hier schießt hierhin, da passiert auch nichts, steht keiner. In beiden Räumen passiert also nichts. Und dann kommt wieder die normale Abfolge. Ist da eine Falle? Jawohl, dann stirbt sie. Das ist bei ihr hier der Fall, hier nicht. Sind hier andere Helden, die sie inspirieren kann? Nein. Ist ein Monster da, das sie angreifen kann? Nein, weil das wäre jetzt ein Nahkampf. Der Bogen, der Fernkampf ist nur ihre Spezialaktion. Und kann sie die Schatztruhe öffnen? Nein, dann wartet sie hier. Okay, Doc. Dann ist unser Cthulhu wieder dran. Der schläft. Und so langsam müssen wir mal was gegen die da oben tun. Dann machen wir Folgendes. Da wir die Aktionen in beliebiger Reihenfolge machen können, lassen wir ihn erst aufstehen. Dann aktivieren wir ihn und produzieren eine Falle. Dann nutzen wir zweimal bewegen. Einmal, zweimal, spielt keine Rolle. Wir kommen auf jeden Fall hier hin und einmal Nahkampf. Damit ist der Magier wieder weg. Und, er ist ja ein Schneller, nochmal zweimal bewegen, einmal, zweimal und Nahkampf, damit ist die Bogenschützin weg. Und auf dem Weg dahin haben wir die Münze mitgenommen. Eine jedenfalls, die zweite konnten wir nicht mitnehmen. Die Frage ist, können wir uns jetzt einen Gegenstand kaufen? Hier liegen keine Gegenstände. Ich kann aber, weil an diesen Waffen bin ich nicht so ganz interessiert. Ich kann aber einfach mal eine Karte abwerfen, diese hier, und die gesamte Auslage tauschen. Das heißt, die fünf Karten kommen komplett weg. Das ist auch eine Möglichkeit. Die kommen unter das Deck und es kommen fünf neue. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hier ist noch eine Verteidigung und ein Nahkampf. Das ist auch eine Idee. Aber ist die gut für den Cthulhu oder ist die eher gut für die Skelette? Weil das ist eine Schwarmfähigkeit. Ihr seht das hier. Hier ist der Schwarm abgebildet. Das gilt also für alle Monster eines Raumes. Wenn also zwei Monster gegen zwei Helden kämpfen, würden dann auch zwei Helden sterben. Bei Cthulhu ist es eh immer nur einer. Dem hilft die Schwarmfähigkeit nicht so stark. Dann lassen wir die Münze liegen und warten darauf, dass ein Skelett sich diesen Gegenstand erwirbt. Okay, damit war unser Cthulhu fertig. Eine Karte hat er noch. 2, 3, 4, 5. Und die Helden sind wieder dran. Und wieder eine Bogenschützin. Diesmal in diesem Raum und in diesem Raum. Wir fangen mit ihr hier an. Sie schießt einmal in Richtung Schatzkammer. Da ist aber niemand. Hier passiert nichts. Sie kann nichts tun. Keine Monster angreifen, keine Helden inspirieren, keine Schatztruhe öffnen. Dann läuft sie hier hin. Hier ist das Gleiche. Sie nutzt ihre Sonderfähigkeit nicht mehr. Das macht sie nur beim Spawnen selber. Und hier kann sie auch nichts tun. Dann rutscht sie hier rüber und hier stirbt sie durch die Falle. Das ist eine sehr geschickte Position für die Falle. Interessant. Okay, weiter geht's. Unsere Skelette sind dran. Achso, Moment, da ist ja noch eine Bogenschützin. Ha, ganz vergessen. Fernkampf in Richtung Schatzraum. Es passiert nichts. Dann greift sie das Monster an und das Skelett stirbt. So, jetzt haben wir es. Und jetzt sind unsere Skelette dran. Wir machen mit
diesem Skelett hier aktivieren und mit dem einen Skelett hier, nein, mit diesem dort bewegen. Dann machen wir einen Nahkampf da oben gegen die Bogenschützin und damit spawnt wieder ein Skelett. Und die drei Karten behalten wir auf der Hand. Wir haben unsere Skelette gut verteilt. Wir haben hier wieder eine Falle liegen. Wir könnten noch eine Falle produzieren, aber das geht gerade. Doch, hier können wir es noch machen. Ha, hier produzieren wir noch eine Falle. Ich habe nämlich den Verdacht, dass bald hier auch mehr Helden durchrutschen. Okay, zwei Karten behalten wir. Drei, vier, fünf. Und das kommt dann beim nächsten Mal dran. Unser Cthulhu kommt als nächstes, aber erst wieder die Helden. Und wieder eine Bogenschützin. Eine hier und eine hier. Okay. Sie schießt zuerst in diese Richtung, das heißt, dieses Skelett stirbt. Hier kann sie nichts tun. Sie rutscht hier rüber, stirbt durch die Falle. Sie schießt zuerst hier hin, da stirbt ein Skelett. Hier kann sie die Truhe nicht öffnen, andere Monster sind da nicht. Das heißt, sie bleibt liegen und wartet. Okay. Da sind noch ein paar Krieger drin und vor allen Dingen die Werwölfe sind hier noch drin. Gucken wir mal. Unser Cthulhu ist dran. Wir brauchen... Was brauchen wir? Ganz viel bewegen und ganz viel aktivieren. Und ein bisschen kämpfen haben wir auch. Wir könnten ja mal einen Knochen hier in die Ecke bringen. Können wir unser Deck irgendwie verstärken? Das ist ein Monster, das uns Aktivierung bringt und eine neue Karte. Das hier, die Schriftrolle, bringt uns viel. Und das hier, das brauchen die Skelette. Okay. Wir machen mal Folgendes. Wir bewegen ihn hier rüber und aktivieren zweimal den Raum. Hier kommen also zwei Knochen hin. Dann bewegen wir ihn zweimal, nämlich mit Knochen einmal hier zum Portal und einmal hierhin und einmal mit Nahkampf die Bogenschützin stirbt. Und dann haben wir zweimal aktivieren, das heißt, wir nehmen und einmal bewegen. Wie machen wir es? Wir aktivieren erst hier den Frosch, nehmen aber den Knochen beim Bewegen mit und aktivieren nochmal den Raum und produzieren hier noch eine Falle. So, jetzt liegen hier zwei Fallen und der Knochen. Kämpfen braucht er nicht. Das war's. Das heißt, wir ziehen auf 5 Karten auf. Gucken nochmal. Auf 5 Karten aufziehen. Genau. 1, 2, 3, 4. Fünf. Und jetzt sind die Helden dran. Wieder die Bogenschützin.
hier und hier. Okay, sie schießen einmal hier in die Nachbarschaft, da ist nichts, aber hier greifen sie das Monster an und erschöpfen sich. Die schießen einmal in die Nachbarschaft, da ist nichts, da greifen sie das Monster an und erschöpfen sich. Aber jetzt sind unsere Skelette dran, da können wir was machen. Nicht die hier, die hier. So. Ich nutze die Schriftrolle und spawne mit zwei Skeletten in Räumen mit Knochen. Das ist hier und hier. Und dann mache ich einmal Nahkampf. Das machen wir hier. So. Dann haben wir jetzt noch einmal bewegen. Boah, was können wir tun? Wir machen Folgendes. Wir aktivieren hier die Spezialfähigkeit des Skeletts und produzieren hier auch einen Knochen. Warum? Kommen wir gleich zu. Und jetzt bewegen wir das Monster. Einmal hier. Bewegen wir dieses Monster. Ja, wir bewegen dieses Monster. Dann nehmen wir das Monster und kämpfen mit ihm einmal hier gegen die Bogenschützin und produzieren damit ein neues Skelett. Und mit den anderen beiden Karten können wir nichts tun. 1, 2, 3 Karten nachziehen und die kommen auf die Ablage. Und die Helden sind wieder dran. Und jetzt haben wir Mitternacht sozusagen. Wir gucken nochmal in die Regel. Jedes Mal, wenn ein Werwolf aufgedeckt wird, frisst der Werwolf alle Knochen, die in dem Raum sind. Diesen hier. Und wenn da keine Knochen sind, dann geht er auf Jagd im nächsten Dorf und dann würden sofort zwei Gildenkarten aufgedeckt werden und wir müssten damit irgendwie umgehen. Aber das mussten wir nicht tun. Und jetzt kommt das wandernde Biest. Das heißt, wir nehmen alle diese Event-Token, die wir hier in den Räumen hatten. Das waren einmal der Werwolf und dreimal Xe. Mischen die wieder und verteilen die zufällig wieder in allen Ecken. Und mit der zweiten Heldenkarte, die ja noch irgendwo im Heldendeck hier ist, mit der zweiten Werwolfkarte, würde der nächste Werwolf aufgedeckt werden. Wenn wir nicht wüssten, wo der ist, müssten wir alle anderen aufdecken. Und dann würde er wieder Knochen fressen. Und deswegen habe ich jetzt in den letzten Runden in jeder Ecke schon mal, bis auf die eine jetzt, Knochen produziert. Damit im Prinzip mit dem nächsten Aufdecken des Werwolfs überall schon Knochen sein können. Da müssen wir jetzt noch einen platzieren, denn da könnte ja wieder der Werwolf gelandet sein. Aber unser Cthulhu ist dran. Jetzt müssen wir gucken, ob und wie er an Knochen kommt, um das Ganze auch passend zu machen. Bewegen, bewegen, das haben wir hier. Wann müssen wir kämpfen? Nein, erstmal sind ja, das war das Heldendeck. Genau, das heißt, wir sind dran. Das heißt, wir müssen nicht kämpfen. Es liegen keine der Krieger hier liegt im Gefängnis, da liegt er gut, da kann er bleiben. Da stört er niemanden. Und wir gehen mit unserem Cthulhu her und bewegen zweimal. Einmal, zweimal. Und das Kämpfen müssen wir verfallen lassen. Aber dann aktivieren wir einmal den Raum mit dem Cthulhu und nehmen einmal mit dem Bewegen einen Knochen mit hier durch das Portal hier hin und aktivieren diesen Raum
produzieren hier ein Buch. Jetzt haben wir wieder in jedem Raum einen Knochen liegen, was dazu führt, wenn uns der Krieger keine Knochen wegnimmt, dass wir mit dem Werwolf wieder keine Probleme bekriegen. Wir wissen ja nicht, wo er ist. Ich hätte hier auch den Raum, das Suchtoken aktivieren können. Spielt uns aber jetzt keine Rolle, weil wir haben überall Knochen. Ich habe ansonsten nur noch Kämpfen und Falle produzieren. Das ist vielleicht noch eine Idee. Ich spiele ihn hier aus und produziere da noch eine Falle. Das ist gut. Zwei bleiben. 3, 4, 5. Alle auf die Ablage. Und die Helden sind wieder dran. Und ihr seht, als ob ich es geahnt hätte, jetzt haben wir wieder den Werwolf aufgedeckt, wissen aber nicht, wo er ist. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Er ist wieder hier. Wir haben also Glück gehabt, dass wir den Knochen dahin gebracht haben. Er frisst den Knochen wieder. Und wir müssen wieder. Die Token mischen. Und jetzt sind unsere Skelette dran. Und wieder brauchen wir nur hier noch einen Knochen zu produzieren und hoffen, dass der Krieger uns die nicht wieder wegnimmt. Das heißt, die Skelette sind dran. Und wir sind noch immer nicht durch die erste Runde Heldendeck durch. Wir müssen zwei davon spielen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das weitermache. Wir spielen aber die erste Runde auf jeden Fall komplett. Hier könnten wir noch einen... Wir werden erstmal hier ein Skelett spawnen lassen. Dann können wir hier das Skelett mit seiner Sonderfähigkeit nutzen und einen Knochen hinterlassen. Und dann können wir einmal ein Skelett bewegen. Das machen wir mit diesem Skelett und nehmen den Frosch mit in Richtung Hexenküche. Mal gucken. Dann kann man das nochmal machen. Nee, auch nicht so richtig. Eine Schriftrolle, die hilft uns dreimal aktivieren. Ich glaube, das ist eher für den Cthulhu gut. Da warten wir drauf. Ah, hier, Moment. Wir wollten ja noch, genau, das machen wir. Wir gehen mit einem Skelett hier hin, aktivieren den Raum, geben die Münze aus und holen uns diesen Gegenstand, diese Dreifachdolche, mit der Schwarmfähigkeit des Nahkampfangriffs. Das ist gut. Und zwei Nahkämpfe behalten wir, ziehen auf 3. Hier 5 Karten auf. Der Cthulhu käme als nächstes, aber als erst eine Heldenkarte. Und es kommt eine Schurke ins Spiel. Und zwar einmal hier und einmal hier. Hier passiert, hier sie greift das Skelett an, das stirbt. Und sie kommt nicht weiter, weil die Schatztruhe blockiert. Da passiert auch nichts. Also ist Cthulhu dran. Der könnte die Schriftrolle gebrauchen. Dann machen wir das doch. Aber da liegen ja noch zwei Schurkinnen rum. Die müssen ja auch mal weg. Das Buch lassen wir da. Eins, zwei, drei, vier. Ne, das nehmen wir alles mit. Pass mal auf. Ha! Wir machen das erste Mal. Zweimal bewegen. Einmal bewegen mit Buch. Einmal kämpfen unterwegs. Und nochmal bewegen mit Buch. So.
Dann. Übrigens sind die Zahl der Gegenstände, ist die Zahl der Gegenstände in einem Raum nicht limitiert, aber die Anzahl der Gegenstände insgesamt ist sehr wohl limitiert. Das heißt, sind mal alle Knochen platziert und im Labyrinth irgendwo unterwegs, dann kann ich keinen weiteren Knochen produzieren. So, dann haben wir jetzt nochmal bewegen, diesmal mit. Diesmal mit Buch zwischendurch kämpfen, wieder gegen die Schurken und nochmal bewegen mit Buch. Und dann haben wir nur noch drei Kämpfe und dreimal aktivieren, aber wir haben keinen Frosch und brauchen noch keine der Schriftrollen, die finde ich nicht so prickelnd gerade. Zumindest nicht für die keine der Zaubertränke, zumindest. Ja, für den Cthulhu könnte der eine Zaubertrank, das Monster hier was sein, aber die Zaubertränke sind jetzt gerade nicht so spannend. Wir schauen mal, was wir machen. Okay, drei hat er noch. Zwei zieht er nach. Eins, zwei. Und die kommen auf die Ablage. Und. Die Skelette kämpfen als nächstes dran, aber erstmal wieder die Helden. Ein Zauberer. Er spawnt einmal hier und einmal hier. Hier kann ihm nichts, kann er nichts anmachen und er rutscht weiter hierhin und stirbt durch eine Falle. Er hier kommt nicht weiter, weil die Schatztruhe ihn aufhält und er kommt da nicht weiter. Dann sind unsere Skelette dran. Also ihr seht, in der ersten Welle, wenn nur eine Heldenkarte aufgedeckt wird, kann man das Spiel noch ganz gut im Griff halten. Ein Skelett liegt hier. Magier liegt dort. Also richtig. Wir gehen mal mit dem Skelett hier rüber und produzieren einen Knochen. In der Hoffnung, gleich dieses Monster uns holen zu können. Oder für den Xolo das Monster hinzulegen. Oder dieses Monster, das könnte auch interessant sein. Wir schauen. So, was können wir noch machen? Zwei Skelette spawnen und Nahkampf. Wir nehmen diese Schriftrolle, spawnen mit einem Skelett hier und machen den Nahkampf gegen den Magier. Und damit sind wir erstmal durch. Ziehen nur zwei Karten nach. Die anderen kommen auf die Ablage. Unser Cthulhu wäre als nächstes dran und wir haben den letzten Helden, eine Karte. Und die sagt uns, zwei Krieger, einer hier und einer hier. Hier nimmt er zwei Gegenstände weg, sind keine, tötet das Skelett und damit erschöpft er sich. Hier kommen erst zwei Gegenstände weg. Das ist auch der Knochen, der hier lag. Und dann stellt er fest, er stirbt durch die Falle, die hier liegt. Okay. Jetzt sind wir wieder dran mit dem Xolo. Und machen. Holen uns erstmal eine Schriftrolle und zwar. Boah, gute Frage. Oder holen wir uns ein Monster? Das hier ist auch nicht schlecht.
Wir holen uns erstmal eine Schriftrolle. Mit dem Buch gehen wir hier rüber. Das ist die Karte. Einmal bewegen, aktivieren einmal, geben das Buch aus, holen uns diese Schriftrolle und können nochmal aktivieren. Das muss verfallen. Und dann spielen wir die Bombe und legen hier produzieren hier eine Falle. Haben nur zwei Aktionen verbraucht. Und jetzt sind die Helden dran. Und jetzt dreht sich das Heldendeck auf Welle 2 und wir müssen zwei Heldenkarten ziehen. Und ich glaube, ich mache das einmal. Und dann können wir auch abbrechen, damit ihr einmal gesehen habt, wie das erstens, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert und zweitens, wie man das Two-Handed-Solo spielt. Und das Spiel wird jetzt sonst noch zu lange dauern, bis es fertig wird. Ihr seht, das dauert auch ein bisschen. Das ist also jetzt nichts, was man mal eben schnell spielt. Man muss es ein bisschen aufbauen, vorbereiten, sich das Szenario durchlesen und dann kann man es spielen und es hat auch so seine Zeit. Vor allen Dingen, wenn man es immer wieder erklären muss. Alles gut. Wir müssen zwei Karten ziehen. Das heißt, wir fangen mit einer an, mit dem Krieger. Der spawnt hier und hier. Wir gucken. Inspiriert er diesen Helden. Die stellen aber fest, die kommen mit der Schatztruhe nicht weiter. Und hier passiert sonst auch nichts. Wir stellen fest, auch hier kommt er mit der Schatztruhe nicht weiter. Die zweite Heldenkarte. Schurken. Einmal hier und einmal hier. Hier passiert nichts. Sie geht hier weiter, tötet das Skelett und erschöpft sich dabei. Hier entschärft sie die Falle und tötet das Skelett und erschöpft sich dabei. Und ihr seht, jetzt ist wesentlich mehr passiert. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, was wir tun. Eine Runde mache ich noch. Eigentlich müssen wir hier noch einen Knochen produzieren, falls nämlich beim nächsten Mal der Werwolf kommt. Der kann jetzt wieder jederzeit kommen. Wir machen Folgendes. Mit dem Skelett bewegen wir uns und aktivieren den Raum und produzieren hier eine Falle. Der erschöpfte Held liegt in der Ecke, dem ist erstmal die Falle egal. Aber jetzt machen wir einen Nahkampf und können damit noch ein Skelett spawnen. So. Und das andere sind Kampfkarten. Mit den zwei Karten war es das für die Skelette. Jetzt wird es spannend. Ach, ich mache, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Noch ist genug Kapazität auf der Speicherkarte. Erstens die Magier. Und zwar einmal hier und einmal hier. Oh ja, jetzt wird's spannend. Er hier stirbt durch die Falle. Das ist einfach. Als erstes abgehandelt. Er hier inspiriert alle drei, die beiden anderen so rum. Und sie können zu dritt sich erschöpfen und die Schatzkammer öffnen. Und das heißt, die werden alle drei aktiviert. Und damit rutschen sie jetzt, weil sie aktiv sind, alle hier rüber, stellen fest, sie müssen auf die Schatzkammer warten. Auf den vierten warten in der Schatzkammer und es passiert nichts mehr. So. Tja. Die Skelette waren eben dran, jetzt ist unser Cthulhu dran. Wir müssen ein bisschen was tun. Zweimal bewegen, einmal Nahkampf, weg mit der Schurken. Einmal aktivieren, den Knochen ausgeben. Oh, ist das eine gute Idee?
ist das eine gute Idee. Der Knochen muss ja hier hin, weil der Werwolf könnte ja hier liegen. Wir wissen es nicht. Wir riskieren es. Aktivieren, geben den Knochen aus und holen uns, wir mussten hier noch nachziehen, und holen uns diese Karte in das Deck. Wir müssen hier wieder nachziehen. Das haben wir einmal aktivieren. Jetzt haben wir noch einmal bewegen und nochmal aktivieren. Das Bewegen machen wir hier hin. Und das Aktivieren machen wir, indem wir im Schlaf können wir Gedankenkontrolle machen, aber nicht im wachen Zustand. Oh, dann müssen wir jetzt das Buch produzieren. Dann nutzen wir einmal den Nahkampf. Und das war's. 1, 2. Andersrum, wir machen statt Buchproduktion, haben wir hier gesucht, so rum. Und jetzt müssen wir wieder 2 Heldenkarten aufdecken. Hatte ich eben überhaupt 2 Helden aufgedeckt? Nee, Spielfehler. Jetzt kriege ich die Situation aber auch nicht mehr zurück. Dafür ist jetzt zu viel passiert. An der Stelle hätte ich mit dem Magier danach noch eine Karte aufdecken müssen, noch eine Schurkin. Und jetzt kämen wieder 2. Damit wäre ein Werwolf dabei gewesen. Wo wäre er gewesen? Hier nicht. Da hätte er einen Knochen finden können derzeit. Ja, es war auch kein Krieger dabei, der den Knochen hätte wegnehmen können. Also, ich habe hier einen Spielfehler gemacht. Ich habe vergessen, die zweite Heldenkarte aufzudecken. Daran muss man denken, darauf muss man aufpassen. Das verändert die Situation dramatisch. Und das kann einen auch, wie ihr hier seht, sehr schnell zu einer Lawinenaktion bringen. 2 Heldenkarten aufgedeckt, ein Magier und nochmal, oder erst die Krieger, dann noch ein Magier und zack, sind 3 schon da. Hier fehlt nur noch der 4., um die Schatztruhe zu öffnen, damit die Helden das Spiel gewinnen und nicht wir armen kleinen Monster. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie man ein Two-Handed Solo bei Keep the Heroes Out spielt. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Schaut euch das Spiel in der Spieleschmiede, den Link setze ich euch genauso unten rein wie den zum Boardgame Geek Profil des Spiels. Schaut euch das in der Spieleschmiede gerne an. Wenn ihr mögt, unterstützt es. Nochmal der Hinweis, das Grundspiel ist dabei oder ist in der Spieleschmiede. Die Gildenmeister-Erweiterung, in der unter anderem hier die Heldenholzfiguren sind. Und auch noch einige Karten und auch noch ein anderer Spielmodus. Da sind nämlich der Einer gegen viele Spielmodus, der ist damit bei. Und der Große Träumer ist ebenfalls als Erweiterung dabei. Also die Gildenmeister-Erweiterung und der Große Träumer sind 2 separate Erweiterungen. Die kommen separat. Und was nicht dabei ist in der Spieleschmiede, nicht verfügbar, sind die Deluxe-Tokens. Die hatte ich euch aber auch im ersten Video schon näher gezeigt. Das sind die Knochen, die Münzen, die Bücher, die Frösche, die Fallen und die Herzen für die Lebenspunkte des Drachen. Das ist nicht dabei, tut mir leid. Da müsst ihr die Spieleschmiede fragen, warum sie da nicht rangekommen sind. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Warum sie oder ob sie es überhaupt versucht haben, das kann ich euch nicht sagen. Das wäre es gewesen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.